Hallo und herzlich willkommen zu meinem ultimativen Outbreak Zombie Guide. Ich habe derartige Videos bereits für die Maschine und für Firebase gemacht und hoffe, dass euch dieses Video wieder weiterhelfen wird. Seit heute gibt es den neuen Zombie-Modus Outbreak, aber was genau verbirgt sich hinter diesem Modus und wie spielt man diesen? Vorweg, wie immer, denkt daran, ich habe derzeit eine 6 Wochen alte Tochter und dementsprechend versuche ich zwar viel an Videos für euch zu bringen, aber meine Kleine geht natürlich vor und zeitlich ist es manchmal einfach eng. Daher streame ich auch derzeit nur 2-mal die Woche und zwar am Samstag und Sonntag auf Twitch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort gerne mal vorbeigucken. Outbreak besteht aus 3 neuen Zombie-Karten: Golova, Alpine und Ruka. Sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Auf welcher Karte ihr zuerst spawnt, beziehungsweise welche Mission ihr bekommt, das ist rein zufällig. Jede Karte ist dabei wie so eine Open-World-Karte. Das heißt, ihr müsst keine Punkte bzw. Essenz ausgeben, um zum Beispiel Türen zu öffnen oder den Strom anzuschalten oder zum Beispiel Packer-Punch zusammenzubauen. Dementsprechend bekommt ihr pro Zombie-Kill auch weniger Punkte. Nur 25 bzw. 35 für einen kritischen Zombie-Treffer-Kill anstatt 90 bzw. 130 im normalen Zombie-Modus. Jedes Mal, wenn ihr auf einer Karte spawnt, habt ihr eine Hauptmission zu erledigen, welche euch auf der Karte bzw. im Spiel angezeigt wird. Und wenn ihr umherlauft, dann findet ihr einfach immer wieder Zombie-Horden, die spawnen auch immer wieder neu, also ihr könntet mehr oder weniger endlos rumlaufen und Zombies töten, wenn ihr wollt. Dementsprechend könnt ihr euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt, um zum Beispiel eine Karte zu erkunden oder die Hauptmission anzufangen oder nach der Hauptmission hier noch weiterzumachen und noch ein paar Zombies zu töten oder euch noch weiter auszurüsten. Ihr könnt im Spiel auch eine Karte aufrufen und die zeigt euch, wo ihr welche Dinge finden könnt. Es werden euch zum Beispiel Fahrzeuge auf der Karte angezeigt, Jump Pads, das Fragezeichen ist der Wunderfiss-Automat, bei dem ihr euch Perks kaufen könnt. Also es gibt keine normalen Perk-Maschinen, es gibt nur den Wunderfiss, wo ihr kaufen könnt. Das Schild mit der Pistole ist die Rüstungsstation, dann gibt es noch die Werkbank, Packer-Punch, die Mystery-Box, also das ist das Fragezeichen auf der Box, die Belohnungsstation und der Stern für eure Hauptaufgabe. Immer wieder könnt ihr auch Mini-Missionen sehen, wie zum Beispiel eine Wolke mit Blitz oder Totenköpfe oder einen Drachen. Beim Drachen könnt ihr wie auf der Eisendrache den Drachen mit Zombies füttern, um eine Belohnungskiste zu finden. Bei den Totenköpfen spawnt ein großer, wie so ein Panzersoldat, zumindest war das so bei uns, und eben Zombies, die ihr besiegen müsst. Ebenso beim Blitz, dort müsst ihr Zombiewellen überstehen, um eine Belohnung zu bekommen. Ich muss sagen, bei den letzten zwei haben wir eigentlich immer gute Sachen bekommen. Beim Drachen weniger. Eventuell haben wir den nicht genug gefüttert. Ansonsten gibt es auf der Karte Wandwaffen, Munitionskisten, kleine Belohnungskisten, die euch zum Beispiel Salvage, Munition und Rüstungsplatten geben und Kristalle, wie auf zum Beispiel die Maschine im dunklen Äther, die auch Items fallen lassen, wenn ihr die eben kaputt haut oder kaputt schießt. Und letzte der beiden Sachen helfen euch enorm, eure Rüstung zum Beispiel aufzufüllen. Anstatt immer wieder Rüstung zu kaufen, könnt ihr, wie gesagt, eben diese kleinen Boxen aufmachen oder Kristalle kaputt hauen und dort solltet ihr meistens immer Rüstungsplatten finden können. Spawnt ihr also auf einer Karte, so bekommt ihr eure Hauptmission angezeigt. Ihr erledigt diese und geht dann zur Anomalie zurück und ihr könnt nun entweder zur nächsten Karte gehen oder euch evakuieren lassen. Umso höher bzw. weiter ihr spielt, umso mehr Ätherkristalle bekommt ihr. Dabei gibt es nun 2 neue Arten an Ätherkristallen. Die normalen Ätherkristalle sind die rohen, dann gibt es nun die refined, also verfeinerten, und die flawless, also die fehlerlosen Ätherkristalle. Wie sie genau auf Deutsch heißen, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe hier meine englische Version. Diese neuen Ätherkristalle braucht ihr aber, um eure Skills bzw. Perks und so nun weiter im Hauptmenü zu verbessern. Denn seit Season 2 ist es eben so, dass es nun neue Verbesserungen für euer Equipment, Waffen, Perks und sogar eine neue Fähigkeit und einen neuen Munitionsmod gibt. Dementsprechend lohnt es sich eben, auf diese Ätherkristalle zu spielen. Denn ohne diese könnt ihr eure Sachen nicht komplett upgraden. Denkt aber nicht, dass zum Beispiel Runde 1 und Runde 2 und so weiter, wenn ihr eben Outbreak spielt, hier so ist wie im normalen Modus. In Runde 1 und 2 könnt ihr zum Beispiel die Zombies noch einfach mit euren Bowie Knife messern, aber ab Runde 2 bzw. 3 bekommt ihr dann bereits Mini-Boss-Zombies. Es gibt die Mimics, Mangler, Megatons, Tempest-Zombies, die sind wie Elektro-Zombies, also Avogadros aus Transit, aus Black Ops 2, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und es gibt so Outbreak-Soldiers, Outbreak-Soldaten, das sind wie so Panzersoldaten, wie zum Beispiel aus Origins.
Jedoch habe ich keinen mit einer Kralle gesehen, nur die mit einem Flammenwerfer, wie zum Beispiel auf der Eisendrache. Pro gelungene Mission bekommt ihr immer einiges an Punkten und ihr solltet diese definitiv in Waffenverbesserungen investieren und euer Material in Rüstung. Und von der Werkbank, wenn ihr euch überlegt, was ihr da kaufen sollt, definitiv die Death Machine, also den Todbringer. Hilft mega bei manchen Missionen und die Death Machine, die killt auch wirklich easy die Boss-Zombies bzw. die normalen Zombies. Und viele Missionen sind halt in Häusern, wo euch Luftangriffe oder so wenig oder gar nicht helfen oder teilweise könnt ihr die nicht einmal benutzen. Es gibt übrigens auch verschiedene Fahrzeuge auf den Karten, die ihr benutzen könnt. Es gibt Jump Pads und dort könnt ihr in der Luft euren Fallschirm benutzen und auch immer wieder Essenz ein sammeln, wenn ihr die in der Luft seht. Wunderwaffenmäßig gibt es die Raygun, die DAE oder Tod auf Deutsch, von eben die Maschine und auch die Raycave von Firebase. Aber ich konnte die Raycave nur aufnehmen, wenn ich dafür die Raygun fallen ließ. Ging auch meinem Koop-Partner so. Ich weiß nicht, ob das ein Glitch ist oder ob man halt nur eine Raygun oder die Raycave haben kann. Ab Runde 6 gab es viel mehr Raygun-Drops von Kisten bzw. von Boss-Zombies oder von den kleinen Minimissionen. Und die Raycave sah ich zum ersten Mal gleich ab Runde 7 in meinen Games. Heißt aber nicht, dass es sie davor nicht gibt. Und die Dive-Wunderwaffe von die Maschine habe ich bisher zweimal von der Belohnungsstation bekommen. Und ich muss sagen, was Raygun und Wunderwaffen angeht, man braucht diese auf jeden Fall ab Runde 6 plus. Denn wenn man eine Runde weitergeht, dann ist es keine normale Runde wie in einem normalen Modus. Runde 4 bzw. 5 fühlt sich hier eher wie Runde 30 plus oder sogar 40 an. Und ab Runde 6 oder 7 hat man, glaube ich, sogar diese Supersprinter-Zombies, wenn ich mich recht erinnere. Selbst mit dreimal gepunchten Schrotflinten dauert es, Zombies zu töten. Wunderwaffen sind daher ein Muss. Zum Beispiel auf Runde 9 hatten wir eine Retrieve-Mission und mussten Kanister halt hier zu einem Truck zurückbringen. Und ich glaube, ich hatte auf meiner Seite, wo ich den Kanister geholt habe, 3 oder 4 Megatons allein schon gespawnt. Und dazu kamen dann noch Mimics und Mangler und normale Zombies. Also schon echt krass, was da auf einen zuläuft. Im Übrigen gibt es auch eine Dark Ops Challenge. Soweit ich weiß, muss man nach Runde 10 erfolgreich evakuieren. Habe diese aber bisher noch nicht gemacht, habe leider erst bis Runde 9 gespielt und wie gesagt, das Ganze zieht sich schon etwas spielerisch. Und wie bereits gesagt, habe eine kleine Maus daheim und ist nicht ganz einfach, immer so lang hier zu zocken einfach. Welche Missionen gibt es denn nun aber? Soweit ich weiß, gibt es 5 verschiedene Missionen: einmal Escort, Defend, Eliminate, Holdout und Retrieve. Bei Escort müsst ihr ein Fahrzeug eskortieren und die Zombies auf dem Weg abwehren. An sich nicht allzu schwer. Am Ende gibt es dann nochmal eine fette Horde, aber die Mission ist ziemlich simpel. Auch auf Runde 8 oder so mit Wunderwaffen. Es ist echt eine nice Mission, die ist echt nicht schwer. Dann gibt es Defend. Hier müsst ihr einen Kopf in den Behälter geben und dann beschützen, bis der Datenupload vervollständigt ist. In höheren Runden ist es gar nicht so einfach, aber wie gesagt, Death Machine und Wunderwaffen sind eure besten Freunde hierbei. Dann Eliminate. Auf der Karte ist ein Satellit, diesen müsst ihr aktivieren und es wird ein Boss-Zombie spawnen, den ihr eben töten müsst. Dieses teleportiert sich immer wieder an andere Orte, findet ihn wieder und schießt ihn dann so lange an, bis dieser eliminiert ist. Währenddessen spawnen auch normale und Mini-Boss-Zombies. Dann gibt es ein Holdout. Ihr werdet in den abgeschlossenen Raum teleportiert und müsst hier 4 Minuten überleben. Diese Mission finde ich in höheren Runden sehr, sehr schwer. Also wenn ihr diese Mission bekommt, dann rüstet euch dementsprechend aus. Es gibt auch hier verschiedene Räume, also es ist nicht immer der gleiche, in den ihr hinein teleportiert werdet, natürlich. Hier kann man zum Beispiel nicht einmal einen Luftangriff benutzen. Wie gesagt, die Death Machine ist wirklich sehr, sehr gut. Decoys helfen euch, beziehungsweise Affenbomben, aber Affenbomben ist eben das Problem, die dauern etwas lange, bis die halt aktiv sind. Ansonsten schaut auf jeden Fall, dass ihr eure Rüstung habt und eine Selbstwiederbelebung dabei habt. Dann gibt es noch Retrieve und bei Retrieve muss man eben 2 Kanister bei Ort A und B zu einem LKW bringen, den man davor eben aktiviert hat. Dabei wird man von Zombies angegriffen und natürlich auch von Boss-Zombies und durchs Tragen von diesem Kanister wird man eben verlangsamt. Man kann zwar eine Spezialattacke benutzen, die Zombies um einen herum wegfliegen lässt, wenn die aufgeladen ist. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr halt zu langsam seid oder wenn ihr merkt, dass ihr halt sterbt, könnt ihr den Kanister auch abstellen bzw. eben fallen lassen und ihn danach wieder aufheben. Derzeit ist es ja auch möglich, dass man, wenn man den Kanister trägt, trotzdem Auto fahren kann. Also, wenn ihr ein Auto da habt, benutzt es auf jeden Fall, weil es einfach viel, viel einfacher ist, zum LKW zurückzukommen.
Alles in allem ist meiner Meinung nach Outbreak ein sehr, sehr interessanter Modus, der ab Runde 6 bzw. 7 wirklich schwer wird. Die Missionen kann man hier einfach vermasseln, vor allem wenn man alleine spielt, sobald man halt wirklich auf Wunderwaffen angewiesen ist, weil sogar der Triple Gepäcker Punch, der Hauer oder Gallo, hilft euch fast gar nichts mehr in den Runden. Dementsprechend, wie gesagt, wenn ihr alleine spielt, es ist nicht einfach, aber ich denke, dass Outbreak definitiv ein Koop-Game ist, das man mit seinen Freunden spielen sollte. Denn man kann sich mit seinen Freunden um einiges besser absprechen, vor allem in diesen Escort-Missionen. Ja, Leute, wie gefällt euch der neue Modus? Habt ihr Fragen, Anregungen oder Verbesserungen oder sucht ihr Mitspieler? Schreibt das wie immer in die Kommentare. Ach ja, und Treyarch meinte, dass sie in Season 3 sogar Easter Eggs hier hinzufügen werden, beziehungsweise wollen. Und wenn die Spieler den Modus mögen, dieser weiter ausgebaut wird. Danke euch allen fürs Gucken. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und euch allen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zombies-Metzen.